Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Dieses Mal schauen wir uns weiter in der Stadt um. Wahrscheinlich wird nicht viel passieren, weil ich viel Zeit mit dem Stufenaufstieg verbringen werde. Hier mit vier Charakteren schon soweit. Und hier fehlt jetzt noch... Na, das ist noch eine ganze Menge. Na, der ist knapp davor. Wird aber vermutlich mit dem einen Quest abgeben auch nicht reichen. Also machen wir erstmal den Aufstieg hier. Der Krieger, Ida... Meister Eder. So, Stealth. Und... Ja. Bleiben wir dabei. Athletics macht halt keinen Sinn, das bei einzelnen Charakteren wirklich hoch zu pushen, weil was nutzt es, wenn der Charakter dann noch topfit ist, wenn alle anderen rasten müssen? Also, naja. Gut, weiter. Bonus Knockdown, also der hat hier auf 8 nichts dazu bekommen in Auswahl. Den hatte der vorher, glaube ich, auch schon. Ein zusätzlicher Use. Nee. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht besonders gut. Reflex. Fortitude. Will. Defense against Charmed. Nutzt halt auch nicht viel, wenn das einen Charakter hat. Die anderen sind ja noch genauso, außerdem sind 10 jetzt nicht besonders viel. Also 10 ist zwar, wenn ich das auf einem Item hätte, würde ich sagen, ja, cool, kann man nehmen. Aber 10 Deflection sind wiederum recht viel, aber 0,8 Attack, na gut, für einen Krieger ist es wahrscheinlich egal. Shield Deflection also applies to Reflex. Das werde ich jetzt mal nehmen. Okay. Da probiere ich auch mal gerade aus. Reflex 86. Das funktioniert. ~95 Deflection. Das ist schon eine Hausnummer. Okay. Und das jetzt mit dem Vergleich. Der hat natürlich massiv und Deflection einbußen, weil der hier seinen Dings-Stance anhat. Minus 8. Naja, und als Schock hat er sowieso schon wenig. Nächster Stufenaufstieg. So, dann nehmen wir Punkt in Stealth. Ist eigentlich total Wumpe. Ah. Devastating Blow. Plus 2% Finishing Blow Damage. Na, ist ja Wahnsinn. Plus 5 Deflection, wo wir eben noch drüber geredet haben. Damit könnte man abhauen. Das hier ist allerdings auch nicht schlecht. Das hatte ich mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, dass ich das nehmen wollte. Genau. Müsste ich aber auch noch ausprobieren, ob das so funktioniert, ob man die beide aktiv gleichzeitig schalten kann.
20% mehr Damage. Wäre schon nicht schlecht. Bloody Slaughter, 20% Hits zu Crits. Und plus 5 to Crit Damage Multiplier against Targets with Low Endurance. Müssen wir natürlich trotzdem die Crits machen. Ich denke, das würde ich nicht nehmen. Wäre natürlich auch noch die Möglichkeit, den Backstep zu nehmen. Zweimal Schaden, aber das muss man quasi mit dem Shadowing Beyond verknüpfen. Weil man den sonst halt nicht anbringen kann. Das wären aber nur zwei Angriffe pro Rasten. Mit 100% Schaden mehr. Ist halt nicht so der Hit. Wobei das ja halt nett wäre, um ihn aus schlechten Situationen rauszuholen. Der bekommt allerdings auch nicht mehr so wirklich viel mit den weiteren Stufen. Ich werde hier mal kurz raus, jawohl. Und mal einen Quicksave machen. Wie viel hatte der an Accuracy? 74. Und das steigt natürlich hier jetzt auch noch weiter durch. Ja. Da machen wir. Probieren wir das mit dem Savage Attack aus. Das habe ich hier eben genommen. So glaube ich. Jawohl. Chaving. Ja. What? Funktioniert. Nächste. Machen wir weiter. Lore hoch. So, Interdiction. Bonus First Level, Third Level. Naja. Ein Days pro Encounter. Für 8 Sekunden, ja, das ist nicht so der Hit. Speed Average, 20 Meter Reichweite. Das ist kompletter Schwachsinn. Das ist auch Unsinn. Den Heal, den brauche ich ja davon.
Plus 5 Accuracy. Ja, aber netter passiver Effekt noch dazu. Naja, ich würde gerne dieses Radiance zweimal casten können. Aber ein Daze ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Vor allem für nur für 9 Sekunden. Naja. Ich glaube, das ist auch alles Quatsch. Alles für ihn selber. Und damit kann er dem anderen nochmal Health wiedergeben. Damit ist man dann ein kleines wenig flexibler. Wäre eine Möglichkeit. Aber damit verringert man quasi nur die Zeit, die man, oder die Frequenz, mit der man rasten muss. Das ist jetzt auch nicht so der Hit. Ich denke, ich mache das hier. 5 Accuracy für 15 Sekunden. Das ist ein netter Buff, der dazu kommt. Bam. So. Dann haben wir den Magier. Auch Lore. Machen wir hier noch einen Punkt in Stealth rein. Ich weiß gar nicht, ob es über Level 4 noch was gibt. So, Spells. Kann einen Spell aussuchen. Aber ist ja auch im Grunde wurscht, weil man sowieso hingehen kann und die Spells halt aus Büchern lernen. Haben wir noch schon lange kein Buch mehr gefunden. Minor Grimoire Imprint. Steel Cell Level, dachte, das war Quatsch. Arcane Deflection. Creates a field of arcane energy around the caster, causing hostile targeted spells up to third level to be reflected back at the casters for a total 10 spell levels. Damit kann man dieses, den Charme loswerden. Aber da steht jetzt nicht, was der... Naja, around the caster. Okay, hier steht keine Reichweite oder sowas. Gehen wir nochmal raus. Jawohl. Mach nochmal ein Quick Save. Blum. Lore und... Fertig. So. Flame Shield, was war das? Okay. Ah, und ein Talent. Jo, wunderbar. Arcane Veil. 2 pro Rest. 25 Deflection. Damit, wenn er im Nahkampf angegriffen wird, dann eine gute Verteidigung hat. Es ist schade, dass man hier als Magier fast nichts hat. Also irgendwie so einen Magier stärker zu machen. Außer die Dinger halt. Aber da ist... man weiß halt nicht, wo die wirklich gebraucht werden. Was die stärksten Gegner jetzt hier sind, wo man dieses Talent nehmen sollte. Eben auch schon durchgeguckt beim anderen.
Das hier ist halt ein netter Defensiv-Spell, aber so oft... Ich meine, ich kann den ja immer noch mit einem Zauber irgendwie absichern und das hier ist jetzt auch keine super Lösung. Wenn er halt auf einen Hitpoint-Bubble-Dings runter ist und dich nur das zündet, dann stirbt er trotzdem. Also das wird ihn auch nicht retten. Da brauchen wir auf jeden Fall noch eins, so ein Cast von den anderen. Und dann braucht ihr das hier auch nicht mehr. Also es ist im Grunde wurscht, ob der das hat oder nicht. Ich denke, ich werde diesen Level 3 Spell nehmen. Muss mal gerade überlegen, was war denn Level 3? Ich glaube, Level 2 war dieser normale Feuerball, also der abprallt. Und in Level 3 war dieser Feuerball von oben und vor allen Dingen auch diese Weakness. Nehmen wir den. Ja, jetzt muss ich mal gerade warten, bis diese E-Mail-Benachrichtigung da weggegangen ist. Sonst fliege ich mich aus dem Spiel, wenn ich hier draufklicke. So. Naja, genau. Level 3 ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dieses Expose Vulnerabilities, das kann man wohl so ziemlich immer brauchen. Minus 5 Damage Reduction, minus 10 Deflection, das ist alles super. Einer der besten Debuffs. So, dann haben wir aber noch den zusätzlichen Vorteil, dass wir auch die Rüstung ausbauen können. Und zwar können wir jetzt hier alles auf Exceptional theoretisch bauen, wenn wir das Material hätten. Wir haben aber keine Saphire und keine Hirne. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wo wir Hirne herbekommen. Enchant, Quality, Fine, Exceptional. Brauchen wir auch Hirne für. Und Ruby. Tja. Die braucht man ja wohl überall für. Da sogar zwei. Ja. Müssen wir mal schauen, wo wir diese Hirne herbekommen. Ob man die irgendwo kaufen kann. Und natürlich die Edelsteine. Da würde ich wahrscheinlich in Ondras Gift welche kaufen können. Aber das würde wohl den stärksten Boost geben. Eventuell kann ich die dann auch in meinem Fortress kaufen. Naja, erstmal nach Brackenbury und die andere Quest noch abgeben. Gucken wir hier nochmal, aber ich glaube, die hatte nur Fallen. Ja, das ist natürlich hier ziemlich nutzlos. Trappel, trappel, trappel. Auf nach Brackenbury. Das war hier vorne.
Abdominal. How do you do? It's nice to see you and all, but I really need to focus on my studies. Give her the theorems. You'll never believe what I found. You, Lady of Lament, you really found it. A Naden cradles the musty tome like a newborn. I can't believe it. It really exists. She looks back to you. Thank you so much. This will be invaluable. She almost turns to the book, but at the last moment she remembers herself and gives you a bag of coin. I am glad this will be useful to you. I don't suppose you could spare a little more. Of course. She pulls a ring from her finger. It may look like it may not look like much, but I've always been able to use this ring to generate a little extra money when I was between stipends. It's critical for someone doing research without the benefit of a wealthy patron. She smiles weakly and hands it to you. Please take it. You've certainly given me a resource I couldn't have found on my own. I'll leave you alone. Farewell. The Theorems of Pandagram. Wir haben einen Ring bekommen. Passiv 1 per Stronghold Term plus 5 Copper. This plain gold band contains power that belies its simple appearance. It's been passed between any mancers, wizards and other scholars for centuries because it provides a steady income to the wearer, allowing him or her to pursue research interests without being tied to a particular patron. 5 Copper! Na aber hallo! Das ist halt absolut gar nichts. Aber solange wir einen Ringslot frei haben, können wir den natürlich anziehen. Und ein neues Adventure. So. Das hier ist gut gewachsen. Das Gebäude auch fertig? Botanical Garden Construction completed. Machen wir erstmal hier ein. Das ist nichts. Miner Item. Kannst du machen? Dann bauen wir noch wieder was. Haben wir fast alles. Solange wir in der Stadt sind, können wir diese ganzen Einer-Sachen mal bauen. Wenn ich gleich in die Katakomben gehe. So. Gehen wir mal zu diesem zwielichtigen Händler. Aber ohne die Hirne kann ich da sowieso nicht viel tun. Aber hier haben wir ja jetzt drei Händler. Den zwielichtigen Typen. Dann den Typen, der vor dieser Valian-Dings da steht. Und den im Bordell. Oh, und wir haben nochmal einen Stufenaufstieg. Kurnt. Machen wir den hier noch. So, du kannst, mach mal nichts, er kommt später weiter in Survival.
Wild Strike Burn. Ja, da ist die Frage, ob das auch auf Spells wirkt oder nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich google mal. Wild Strike. Pillars of Eternity. Paar Treffer gefunden. Finde ich jetzt hier gerade nicht. Wild Strike applies, even then. Ne. Ah, then to answer the OP, both shifts and its talents are complete junk. Ja. Ja, ja, ne, also das kann man dann mal vergessen. Also man müsste wirklich den Druiden, man könnte den auch als Spirit Shift Druiden im Nahkampf spielen, aber dann müsste man wirklich diesen ganzen Krempel mitnehmen, weil damit macht er dann halt schon pervers viel Schaden. Hätte der 60, 90, 120% Schaden, wenn der draufhakt, aber der kann sich halt nur einmal für 12 Sekunden oder was verwandeln. Und das ist halt nicht viel. Nehmen wir auch den Level 3 Spell. Ich gucke aber nochmal gerade, was der auf Level 3 hatte. Ready. Das ist Level 3. Da ist dieses Staghorn beispielsweise bei. Der war gut, der ist gut. Borkenkäfer ist gut. Aber der hat in allen Zaubern, in allen Reichweiten was Gutes. Naja. Er ist jetzt nicht unbedingt der Hit. Ein Spell nochmal dazu. Oder wir nehmen hier irgendwas, ja, mit Level 9 halt sowieso so viele Zauber davon verwenden kann, dass er gar nicht, also pro Encounter, dass er gar nicht dazu kommt, die alle zu verwenden, dann bringt das natürlich nicht viel. Und der braucht halt doch verhältnismäßig lang, um die Sachen zu casten. Könnten wir halt auch nehmen. Gilt natürlich das gleiche, wie ich auch vorher gesagt habe. Dass er verhältnismäßig wenig ist. Und das auch nicht viel bringt, wenn wir auf einen diesen Defense haben. Und die anderen dann aber trotzdem komplett anfällig sind.
Aber dieser eine Spell, der macht halt auch nicht so viel aus. Spells per. Nochmal eine Suche hier auf Google. Pillars of Eternity. Ich guck nochmal nach, ob das auch für Level 3 geil. Aber ich meine, das war Level 1 bis 3, werden ab Level 9 pro Encounter. Counter Level 9. Genau, low level spells becoming per encounter at high levels. Aber ist das jetzt nur für Tio. Steht jetzt hier aber nicht konkret, welche Level das waren. Es kann natürlich auch sein, dass das Level 9 ist und dann steigt. Nee, also, ist anscheinend ab Level 9 sind die Rang 1 Spells per Encounter und ab Level 11 sind die Rang 2 Spells per Encounter. Also die Level 3er nicht. Also ist der Level 3 auf jeden Fall ein zusätzlicher Bonus, der per Rest ist. Und damit würden wir davon auf jeden Fall einen Profit haben. Nehmen wir den. So. Understood. Einkaufen. Let me see what you have. Da sind die Rubies und Sapphires, die wir brauchen. Schön teuer. Hirn verkauft er allerdings nicht. Schauen wir noch mal gerade in das Inventar. Wir wollen ja auf jeden Fall hier die auf Exceptional machen. Wir brauchen mal Rubies für. Und dafür brauchten wir Sapphire. Geld haben wir ja. Nehmen wir erstmal die. Dann können wir die aber natürlich immer noch nicht verzaubern, weil wir diese Hirne nicht haben. Ich lasse das auch erstmal so. Die Materialien sind im Stash. Ich kaufe den Rest jetzt hier noch nicht. Nicht, dass wir die nachher noch irgendwo günstiger bekommen. Aber die Rubies brauchen wir sowieso möglichst bald, möglichst schnell. Denn dieser Boost würde halt eine Menge ausmachen.
Wobei, ja, es macht. Ich lade nochmal den Autosave, bevor ich hier eingekauft habe. Als ich die Zone betreten habe, muss ich gerade den Druiden nochmal steigern. Eventuell gibt es tatsächlich, bevor ich die Hirne bekomme, noch eine Möglichkeit, billiger oder kostenlos an die Edelsteine zu kommen. Es macht eigentlich keinen Sinn, die schon zu kaufen, noch bevor ich Zugriff auf die Hirne habe. Die Hirne. So, den nochmal steigern hier. Fertig. So, dann nochmal zu dem Händler hier. Gucken wir mal, ob der noch was im Angebot hatte. Cartugo. Hail, traveler. Rotfinger gloves. Touch of rot grants spreading plague. Na. Constitution, Might und Resolve. Aber es sind halt auch wieder nur Einser-Werte. Wäre mir lieber, wenn der einfach auf einen Wert plus 3 bringen würde. Das ist halt ein Gürtel. Gürtel habe ich noch nicht viele. Only usable by fighter. Modifies constant recovery. Da steht aber auch nicht irgendwie viel. Da steht auch nicht um wie viel. Focus Gain. Das klingt nicht falsch. Wäre eine Möglichkeit. Was tragen die denn im Moment? Fortitude, Reflex und Will. Ja. Der würde es auch überleben, wenn er das nicht hätte. Hail, Traveler. Kaufen wir für den jedenfalls diesen Umhang. Der kostet ja sowieso nichts. Jetzt wird er zum Rotkäppchen. Oh. Sieht jetzt nicht so top aus. Das hier war jetzt nur dieser Schutzumhang. Ich denke, den kann von den anderen auch niemand brauchen. Naja. Ins Lager. Die hat diesen Spell Defense Bonus. Max Endurance Bonus, den kann der eigentlich schon brauchen. Der ist auch ziemlich gut. Ich denke, dann werde ich diesen Spell Defense Bonus ausziehen. Und stattdessen den Focus Gain holen. Kostet ja jetzt auch nicht viel, selbst wenn das ein Fehlkampf wäre, wäre es eigentlich ziemlich wurscht. Ah, der verkauft die Hirne.
Okay, so viel dazu. Dann können wir damit durchaus schon die Verzauberungen machen. Erstmal das kaufen. So. Good day to you. Aber nur einen. Weiß nicht, ob der wieder auflädt. Ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Dann gehen wir noch dahin und gucken, was die da drin zu verticken haben. Bei dem Schmied in den von den Crucible Knights könnte man auch noch gucken. Captain Pepperjack. So, zum nächsten Händler. Da haben wir Waffen. Crits can inflict prone. Das ist schon sehr cool. Dafür muss man aber natürlich auch einen hohen Accuracy-Wert haben. Zu einiger Morgenstern, noch nicht schlecht. Exceptional. Aber keine Ahnung, was der besser hat als normaler. Da sehe ich jetzt keinen. Kein Unterschied durch die Verzauberung. Ist halt exceptional, aber. Plus 8 Accuracy. Ja, ist auch exceptional, aber kann auch nicht mehr. Der hat Rending zusätzlich noch drauf, aber ich glaube, das ist einfach. Na, hat hier auf jeden Fall hier irgendwas zusätzlich drauf. Aber ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Was haben wir hier noch? Pistolen, das Nachladen, das dauert einfach zu lang. Nee. Maverick. Zwanschwert hat auch nichts drauf. Ich verstehe den Sinn dieser Waffen nicht so wirklich, weil die alle das gleiche sind wie die Standardwaffe mit der Verzauberung drauf. Das ist, das ist alles Quatsch.
Kann man auch in der Beschreibung sehen, dass die keine besonderen Beschreibungen haben. Vielleicht ist das einfach auch Backer-Content, das einfach von irgendwelchen Namen, dass der Backer Pricksize und die deshalb so ein Schwert nach seinem Namen gebaut haben, der aber nichts Besonderes kann. Besonderes kann ich mir da nicht vorstellen. Crit Damage Multiplier. Ist wahrscheinlich besser als das ein Might-Ding. Vor allem Dingen hält das einen halt ein bisschen flexibler, weil es den Bonus von woanders her nicht gibt. Ich denke, den kann ich auf jeden Fall brauchen, weil ich halt noch viele Leute habe, die gar keinen magischen Helm tragen. Also das ist der einzige, der wirklich Crits macht, weil der halt so eine hohe Accuracy hat. Kann man aber ja auch noch nachgucken. Dafür gibt es ja die Statistiken. Crits 90, da hat man jetzt keine Prozentangabe, aber das ist wenig von 1300. 400 von 1000, also das ist von, also im Gegensatz zu, das hier ist schon viel, das ist ja ein knappes Fünftel. Das ist auch verhältnismäßig viel. Das auch. Aber das sind halt so niedrige Zahlen, dass das nicht repräsentativ ist. Das war jetzt gegen die Löwen oder so. Die kamen da halt nicht viel entgegenzusetzen. Aber es ist ja jetzt auch keine festgelegte... festgelegte Zuweisung. Die hat noch nichts mit Might, oder? Weg damit. Wunderbar. Achso, ich könnte noch gucken. On the hunt. Ups. Naja, ansonsten hatten die dann nichts. Kann ich mir das auch vormerken, dass die auch nichts mehr haben, wo ich nochmal später vorbeischauen will oder so. Dafür sind die Sachen viel zu nutzlos. Da mache ich jetzt hier nochmal ein Save und gehe zu den Crucible Knights. Achso, nee, die... den Edelstein wollte ich mir noch holen. Und ich guck mal gerade, ob der mit den Gehirnen schon wieder aufgestockt hat. Einfach jetzt, dass ich dadurch durch die Zone gewechselt habe. Hail and well met. Mhm. Ne. Keine Hirne. Dann kaufen wir einen Ruby.
Ja. Resolution. Mhm. Exceptional. Okay. So. Speichern. Und dann reisen wir noch in die Mitte der Stadt zu den Crucible Knights. Und gucken da auch noch in das Lager. Beim Händler. Wenn es fertig lädt. Dahin. Der war hier oben. Dunstan. Oha. Okay. Cool. Show the pieces of the blade of the endless paths. I found several fragments of an ancient sword. Do you think you can repair it? Dunstan gives you a low whistle. That's fine, a blade indeed. He holds one fragment in his rough hands. Looks Edoran, a special mate, must be been a commission for a champion of some sort. He hands the shard back to you. A sword of this caliber would have had a specially designed hilt too. It would be a shame to graft anything else onto it. And besides, it'll balance best with all of the original pieces. You find the rest of it, and I'll forge it for you. Mhm. Also, dann gucken wir uns hier die Sachen noch an. Spellbind Blizzard, Grants Blizzard. Disorienting. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Schwert, was man brauchen könnte, wenn man eine Zweihandwaffe benutzt. Wobei ich halt da auch immer noch den hier habe, wo ich einfach irgendwas anderes reinpacken kann. Das ist alles nur fein. Mal den anderen müsste ich mal überlegen, ob ich nicht die Armbrüste durch irgendwas anderes ersetze. Beispielsweise durch ein Schild. Das hier ist Quatsch. Das ist einfach nur exceptional. Firebrand. Lohnt sich auf jeden Fall auch nichts zu kaufen. Ich guck noch mir noch an, was Firebrand ist. Firebrand. Ah, das ersetzt die Waffe in eine Feuerangriffsdingster.
die Reflexes angreift als anstelle von Deflection. Was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man einen Gegner hat mit extrem viel Deflection. Oder einen, der halt gegen Feuer anfällig ist. Das ist schon nicht verkehrt. Der hat auch noch keine Handschuhe. Ich kämpfe gegen irgendwelche Geister, die feueranfällig sind. Wo wir dann einfach die Waffen durch Feuerwaffen ersetzen. Muss jetzt wahrscheinlich einmal rasten, damit das aktiv wird. Und sogar dreimal. Also fast für jeden Kampf. Das ist schon nicht schlecht. Hier können wir noch Erfahrung holen, indem wir einfach das Ding knacken. 120 XP. Das hätte ich mal überall machen sollen. On the hunt. Knacken ist ja nicht verboten, nur das rausnehmen ist verboten. I shall do as you ask. Hi. Hey. Lololo. Mit dem können wir auch nochmal gerade reden. I shall do as you ask. Yes. Nothing is closed to the perceptive mind. Aber ich denke nicht, dass da was Neues ist. Na. Lay low. Rasen wir hier nochmal durch. Wühler. I'm still looking into it. Report to me immediately once you have something. Ja. Na gut, dann ist es wieder Zeit für einen Schnitt. Und nächstes Mal geht's dann mit den Katakomben weiter, würde ich sagen. Bis dann!